Ja, und heute lacht sie. Heute lacht sie. Das ist erfreulich bei ihr. Voraussetzung gesehen, dann ist sie gemeinsam mit Schuschenova Weltmeisterin. Ja, so sieht es gerade auch mit dem Publikum. Das ist eine Form von Bodenübung, wie sie begeistern kann. Achtung! Und jetzt bitte auch auf diese Form achten. Das ist wie Mosdejewa, eine russische Tanzform. Will sie damit die russischen Konkurrentinnen kopieren? Alles riskiert und Maria Kosma, ihre Trainerin, freut sich, denn man kann sich jetzt schon ausrechnen, dass sie auch eine 10 erhalten wird für diese Bodentür und damit gewinnt sie ihre dritte Weltmeisterschaft und es ist diesem jungen Mädchen zu gönnen, dass sie einen solchen Erfolg haben kann. Hier ihr Trainer, hier kommt Maria Kosma nochmal, auch schon frech in den Augen. Und Curtis Hibbert, die Halbpunktzahl von 20,0. Sie war gestern so traurig gewesen, wollte sich fast noch nicht mal einreihen in die Reihe derer, die zur Siegerehrung gehen wollte. So sehr hat sie geweint, aber